Gesucht, Menschen, die Verantwortung übernehmen. Paulus ergründete etliche Gemeinden in Kleinasien und in Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 23, da schreibt Lukas, wie er in all den Gemeinden Älteste einsetzte, um die Gemeinde zu betreuen und zu versorgen. Eine Gruppe von Menschen ist wie eine Schafherde, die einen Hirten brauchen. Diese Hirte beherrscht nicht die Herde, kontrolliert nicht die Herde, übt nicht Macht aus über die Herde, sondern sorgt für sie. Er ist ein Diener der Herde. Er schaut, dass es der Herde gut geht. Merken wir etwas vom Charakter und Wesen des Hirten? Lesen wir dazu Kapitel 3 vom 1. Timotheusbrief. Das Wort für Älteste oder Ältester, auf Griechisch Episkopus, kann man übersetzen mit Bischof, Aufseher, Ältester, Pastor. Er weist auf Folgendes hin: Jemand, der für eine Gruppe von Menschen besorgt ist, dass es ihnen gut geht. Das Wort Hirte oder im heutigen Kontext vielleicht eher der Papa oder die Mama kommt dem Gedanken wohl am nächsten. Diese Person ist verantwortlich für die Gruppe, für das Wohlergehen. Es sind keine Feldwebel und keine Chefs, sondern sie verkörpern etwas Väterliches. Im Alten Testament, im Buch Hesekiel, da steht in Kapitel 34, oder wird beschrieben, wie Verantwortliche die Menschen ausbeuteten. Sie waren keine guten Hirten. Auch Petrus erweist in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 2 darauf hin, dass die Ältesten der Gemeinde selbstlos dienen sollen. Nicht um sich selbst Vorteile zu verschaffen, sondern um den Menschen zu dienen. Das ist ein ganz wichtiger Lehrpunkt für die Gemeinde. Und da kommen wir schon wieder zu unserem Hauptthema. Jüngerschaft, Nachfolge bedeutet, so zu werden wie Jesus. Und wie war das bei Jesus? Jesus bezeugt in Markus Kapitel 10, Vers 45, dass er nicht gekommen ist, um sich selbst dienen zu lassen, sondern sich selbst hinzugeben für uns. Die Jünger, sie stritten nämlich, wer unter ihnen der Größte sei. Solche Streitereien gibt es bei uns auch immer wieder, selbst in den Gemeinden. Jesus erzeigt mit seiner Person und seinem Leben, dass es im Reich Gottes anders ist als in der Gesellschaft. Hier zeigt der Dienst die wahre Größe. Nicht die Stellung, der Titel oder das Ansehen, sondern der Dienst zeigt wahre Größe. Jesus sagt nämlich, wer unter euch groß sein will, soll aller Diener sein. Nun stellen wir uns die Frage zu Vers 1. Ist es gut, wenn jemand so ein Amt begehrt? Es kommt ganz klar auf die Motive an. Wenn jemand etwas sein möchte, sich selber darstellen möchte, einfach einen Titel oder eine Position haben möchte oder im schlimmsten Falls andere beherrschen möchte, dann ist es absolut übel, verkehrt und böse. Aber wenn jemand durch seine Gaben den anderen dienen möchte, wenn er Verantwortung übernehmen möchte, um in der Gemeinde etwas zum Positiven zu bewegen, dann ist es ehrenvoll, sagt Paulus hier in Vers 1. Deshalb soll man solche Leute gut prüfen. Man soll bei ihnen einen sogenannten Qualifikationstest durchziehen. Aber halt, diese Qualifikationen sollten eigentlich bei allen Christen vorhanden sein. Dass wir uns richtig verstehen, dies geht wirklich uns alle an. Ein reines und selbstdiszipliniertes Leben zu führen, wird von uns allen verlangt und auch gefordert. Die Kraft, nach dem Willen Gottes zu leben, kommt von Christus. Es gibt nämlich Leute, die sich vor allem drücken. Christen, die meinen, ich will nicht groß sein, ich halte mich still, ich drücke mich, ich falle möglichst nicht auf. Ob sie dadurch wirklich den anderen einen Dienst erweisen? Eher nicht, sondern vielmehr, wenn sie sich den anderen zur Verfügung stellen. Aber bei den Verantwortlichen ist es ein Muss, so ein Qualifikationstest. Dieser Test, weil sie umso mehr Vorbild sind, ob sie es haben wollen oder nicht. Paulus ernennt Älteste und Diakone hier in diesem Text. Zwei Menschentypen, die Verantwortung
haben oder übernommen haben in der Gemeinde. Die Qualifikationen sind für beide fast gleich. Ihr könnt es nachprüfen. Die verschiedenen Merkmale und Eigenschaften sind für beide praktisch identisch. Diakone wurden zum ersten Mal in Apostelgeschichte Kapitel 6 eingesetzt und sie waren im Normalfall eher für die äußeren Belange der Gemeinde verantwortlich. Das soll aber auf keinen Fall ausschließen, dass sie nicht auch am Wort dienten, so wie Stephanus und Philippus als klassische Beispiele. Paulus nennt das erste Merkmal untadelig. Untadelig sein. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen sündlos sind und absolut keine Fehler machen, einfach perfekt. Nein, sie sollen aber einen guten Ruf haben. Und interessanterweise von innen und von außen. Mit anderen Worten, man soll ihnen nichts nachsagen können. Sein privates Leben wie auch sein öffentliches Leben. Auf Englisch würde man sagen private and public. Zwei Ps. Es soll vorbildlich sein. Innen und außen. Geh nun die Verse 2 bis 12 durch und mache dir eine Liste von Charaktermerkmalen und Eigenschaften, die Verantwortliche haben sollten. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Eigenschaft durchgehen. Vielmehr will ich das Ganze zusammenfassen mit dem Wort Selbstführung. Selbstführung, auf Englisch Self-Leadership. Natürlich Führung durch den Heiligen Geist. Aber je mehr jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, umso mehr ist er befähigt, persönliche Lebensführung zu übernehmen. Paulus schreibt von Selbstbeherrschung hier in diesem Text. Dieser Mensch ist mäßig und nüchtern, er ist selbstbeherrscht. Er kann sich selbst beherrschen. Die Grundfrage ist deshalb, wer hat mich im Griff? Gehen wir kurz durch. Ist er seiner Frau treu? Oder haben andere Frauen ihn im Griff? Manche legen hier aus, Paulus gehe hier gegen Polygamie und gegen Wiederheirat nach Scheidung. Grundlegend geht es vor allem um Treue zur Frau. Er lebt somit nicht ehebrecherisch. Was hat ihn sonst noch im Griff? Der Zorn, der Egoismus, der Alkohol, das Geld. Alles Dinge, die Paulus hier anspricht. Er soll seiner Familie gut vorstehen. Wie soll er der Gemeinde vorstehen, wenn in der Familie Chaos herrscht? Es geht nicht um ein perfektes Leben nochmals. Das hat keiner. Es geht vielmehr um Vorbild, um einen guten Ruf. Diese Person lebt ein skandalfreies Leben und hat besondere Eigenschaften zum Dienst. Deshalb weist Paulus darauf hin, dass man mit Sorgfalt solche Leute berufen soll. Keine, die erst vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Das steht in Vers 6. Er könnte sonst stolz werden. Stolz ist der Ursprung allen Übels. Genau wegen dem Stolz ist Satan gefallen und ausgestoßen worden. Stolz sitzt tiefer in uns, als wir es wahrhaben wollen. Wenn es um unser Recht geht, unsere Meinung, unsere Freiheit, unser Ansehen, wenn wir schlecht drauf sind, weil andere uns nicht beachten, uns auf die Seite tun, wir gekränkt sind vielleicht, das Problem ist meistens der tief sitzende Stolz, der sich da meldet. Hier geht es vor allem um unreife Menschen, denen man zu schnell Verantwortung übergibt, wenn er sagt, nimmt nicht zu schnell junge Christen in solche verantwortungsvolle Positionen. In Vers 10 schreibt Paulus, was man vorher mit ihnen tun soll. Man soll ihnen Aufgaben geben und die Chance geben, sich zu bewähren. Jetzt kommt die herausfordernde Frage an mich, an uns alle. In welchen Bereichen hat Gott mich mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, wo ich dienen kann, wo ich aber auch Verantwortung übernehmen kann? Nimm dir kurz Zeit und überlege es für dich ganz persönlich. Dir kam bestimmt etwas in den Sinn, wo du in der Familie, im Haus Gottes, in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft dienen kannst. Mache dich nützlich und stelle dich zur Verfügung. Dann kommt der Abschluss dieses Kapitels. Paulus, er zeigt wieder, wie er seinen Zögling Timotheus schätzt und liebt. Er schreibt in Vers 14, dass er ihn bald besuchen will.
Wenn es aber doch nicht mehr klappt, dann hat er wenigstens ihm diese Ratschläge in diesem Brief gegeben, wie man sich eben im Hause Gottes verhalten soll. Er schreibt, das ist die Gemeinde, dieses Haus Gottes. Es geht hier nicht um ein Gebäude, sondern um die Gruppe von Christen. Eben nicht um den kolossalen Tempel der Diana von Artemis oder wie die heißt, in Ephesus, der von 127 vergoldeten Marmorsäulen getragen wurde. Nein, nicht um solche Gebäude, sondern es geht um die Gemeinde, die die Wahrheit trägt. Die Gemeinde, sie wird nicht untergehen. Sie ist Repräsentant Gottes hier auf Erden. Die Gemeinde vertritt Gott hier auf Erden. Und sie steht auf einem Fundament, auf einem festen Sockel, eben die Wahrheit. Und jetzt erklärt Paulus das Geheimnis des Glaubens, auf was unser Glaube ruht. Das war im Alten Testament noch verborgen. Im Vers 16 ist eindeutig ein Hymnus dieser Vers, ein altes Gemeindelied, das die ersten Christen rezitiert oder gesungen haben, wie ein Glaubensbekenntnis. Diese Lieder entstanden vor der Niederschrift des Neuen Testamentes. Es waren Bekenntnisse der Christen, die wie das Licht eines Leuchtturms den Weg zeigen sollen. Erstens weist Paulus auf Christus. Er ist offenbart im Fleisch. Ganz einfach, Gott wird Mensch. Die Inkarnation. Wer Gott sehen will, wer Gott kennenlernen will, der muss Jesus anschauen, sein Leben studieren. Gott kommt zu uns, zu seinem Geschöpf und er wird Mensch. Welch ein Geheimnis! Eben, er ist offenbart im Fleisch, er wird Mensch. Und dann steht gerechtfertigt Nummer zwei im Geist. Nicht, dass er gerecht wurde, das hatte er nicht nötig, er war es ja schon, sondern dass er bestätigt wurde als der rechtmäßige Sohn Gottes. Das wurde bei der Taufe deutlich. Dies ist mein Sohn. Auch der Heilige Geist bestätigte es. Dann auch auf dem Berg der Verklärung. Dieses Zeugnis von ihm als der rechtmäßige Christus, der Auserwählte. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Gott das Erlösungswerk anerkannt, sozusagen akzeptiert, in Kraft gesetzt. Das heißt, jeder ist gerechtfertigt, der an ihn glaubt. Gerechtfertigt im Geist, Nummer 2. Und dann Nummer 3 erschienen den Engeln. Die Engel waren Zeuge davon. Sie konnten dieses Geheimnis mitverfolgen bei seiner Geburt, bei den Hirten, bei seiner Auferstehung, Himmelfahrt und so weiter. Engel, die Gesandten von Gott, sie sahen das ganze Geschehen, eben bezeugt von den Engeln. Und dann viertens gepredigt den Nationen, den Heiden, den Völkern. Es geht eben nicht nur um die Juden, sondern das Evangelium gilt allen Menschen. Das wird gepredigt werden und es wird gepredigt gerade heute, in unserer Zeit. Und dann fünftens, geglaubt in aller Welt. Das ist ein Geheimnis. Es wird geglaubt in aller Welt. Menschen werden sich von ihrem Geisterglauben, von den Abgöttern zum lebendigen Gott hinwenden. Gegen jede Wahrscheinlichkeit, kann man sagen. Menschen werden im Normalfall nicht gezwungen, das Evangelium anzunehmen, wie es in manch anderen Religionen der Fall ist. Die Verbreitung des Christentums geschieht nicht mit Militär und mit menschlicher Macht. Ist eben das Wunder wird geschehen, dass die Bibel in so vielen Sprachen übersetzt wird und auf der ganzen Welt Gemeinden entstehen werden. Eben fünftens, das Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt. Und dann sechstens, aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist mit Jesus passiert. Das wird aber auch mit der Gemeinde, mit jedem von uns passieren, der diesen Glauben in sich hat. Das ist so ein Glaubensbekenntnis, so ein Hymnus, ein altes Gemeindelied, das gesungen wurde und so den Glauben so umfassend einschließt. Zum Abschluss denke ich, ist es passend, dieses Glaubensbekenntnis mit dem Auftrag zu verbinden, Mitarbeiter zu sein, Verantwortung zu eben. Zu übernehmen in diesem Reich. Das, was ich glaube, soll zur Geltung kommen. Ich setze meine Gaben ein und diene in diesem Reich. Und ich übernehme auch Verantwortung als Diener, um einen Unterschied zu machen, nicht um mich zu profilieren, sondern um Vorbild zu sein
für die Sache des Herrn. Und darin möchte ich als guter Diener berufen werden.